Ja, bitte. Herr Derrick von der Kriminalpolizei. Ja? Bearbeiten Sie den Fall Ludenke? Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Ich könnte da eine Aussage machen. Ja? Hallo? Ja? Ja, Sie sagten, Sie könnten eine Aussage machen zum Fall Ludenke. Ja, aber nicht am Telefon. Kann ich Sie sprechen? Sie können mich jederzeit sprechen. Haben Sie jetzt Zeit? Ja, natürlich. Wo sind Sie? Sagen Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse. Nein, nein, ich muss Sie persönlich sprechen. Das ist alles nicht so einfach. Kommen Sie nach Höllriegelskreuz, in die Wirtschaft an der Isar unten. Aber sofort und warten Sie dort auf mich. Hören Sie. Hallo? 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 Ja, bitte? Das Lokal ist doch geöffnet. Ja, nehmen Sie nur Platz. Kann ich ein Bier haben? Ja, natürlich. Da, ich habe hier auf jemanden gewartet, der nicht gekommen ist. Also, wenn jemand nach mir fragt, ich war hier. Ich habe länger als eine Stunde gewartet. Ja, in Ordnung. Gute Nacht. Ja, das tut mir leid. Ah, Sie haben Glück. Er kommt gerade. Der Staatsanwalt. Ja, Herr Dr. Röder. Ich weiß. Ich weiß genau, in welcher Schwierigkeit Sie sind. Die Ermittlungen gehen weiter. Nein. Nein, ich bin ganz sicher. Gut.
Gut, ich komme dann rüber. Du denke. Er muss ihn aus der Haft entlassen, wenn wir nicht weiterkommen. Mhm. Immerhin geht's ja um Mord. Der Kramer sitzt nebenan. Ja. Der Arme wartet schon über eine halbe Stunde. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe meinen Wagen in die Werkstatt gebracht. Irgendjemand ist mir heute Nacht dagegen gebumst. Und schlimm? Ein paar Kratzer, kleine Beule. Scheinwerfer ist im Eimer. Mhm. Weißt du, was war? Nee, keine Ahnung. Naja, Hauptsache dir ist nichts passiert. Ja, also dann. Kramer. Herr Kramer, bitte. Ja. Guten Morgen, Herr Kramer. Guten Morgen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Morgen. Guten Morgen. Ja, Herr Kramer, seit Tagen denke ich über Sie nach. Ich möchte wissen, was Sie veranlasst hat, eine klare Aussage, die Sie gemacht haben, zurückzuziehen. Ich habe Sie zurückgenommen, weil Sie falsch war. Nein, weil man Sie bedroht hat, weil Sie Angst haben. Verstehen Sie, ich akzeptiere, dass jemand Angst hat. Ich verachte ihn deswegen nicht. Völlig normal, Angst zu haben in bestimmten Situationen. Herr Kramer, Ihre Schwester ist ermordet worden und Sie kennen den Täter. Moment, Moment. Hören Sie sich meine Version an und hören Sie mir gut zu. Sie kennen den Täter und der Täter weiß, dass Sie ihn kennen. Ja, nun haben Sie Angst. Sie fürchten um Ihre Frau, Sie fürchten um Ihre Tochter. Und Sie haben sich da so eine eigene Rechnung aufgemacht. Sie sagen sich, ja, ich kann ja nicht rückgängig machen, was da passiert ist. Ich kann die Tote nicht wieder lebendig machen. Was habe ich davon, wenn dem Recht und dem Gesetz Genüge getan wird? Ich muss mich da raushalten. Meiner Frau zuliebe, meiner Tochter zuliebe. Ja. Immer ist verständlich, Angst zu haben vor Leuten, die vor nichts zurückschrecken. Aber Herr Kramer, diese Entscheidung wird Ihr Leben verändern. Sie werden Ihr Selbstvertrauen verlieren. Ganz langsam. Und immer ein bisschen mehr. Antworten Sie nicht. Überlegen Sie, ob ich recht habe. Sie werden sich dieses, entschuldigen Sie bitte das Wort, dieses charakterliche Versagen niemals verzeihen. Entschuldigung, Harry, kommst du? Was gibt's denn? Und Sie werden Ihre Selbstachtung nur wiedererlangen, wenn Sie sagen, ja, so war's, das habe ich gehört und das habe ich gesehen. Und Stefan, unterbrichst du mal? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Es ist sehr wichtig. Herr Kramer, bitte gehen Sie nach nebenan. Sag mal, was ist eigentlich los? Bist du heute Nacht im Pullach gewesen? Im Pullach? Ja. Hattest du einen Unfall? Nee, ich hatte keinen Unfall. Warum? Heute Nacht ist im Pullach ein Radfahrer überfahren worden. Der Fahrer des Wagens hat Fahrerflucht begangen und der Radfahrer ist tot. Bin zwar durch Pullach gefahren, aber ich habe keinen Radfahrer überfahren. Wo hast denn du deinen Wagen hingebracht? In welche Werkstatt? Na, die kennst du doch. Es sind heute früh sämtliche Werkstätten verständigt worden, auf Wagen aufzupassen, die mit Beschädigung abgegeben werden. Na und? Am Unfallort hat man Reste vom Scheinwerferglas gefunden und die passen bei dir. Passen was? Es sind deine. Und diese Reste da, die... Die fanden wir neben dem Toten, neben seinem Fahrrad. Sie entschuldigen, Herr Lerig, dass ich, aber... Ich musste das ja melden nach dem Rundspruch. Ja, schon gut, Herr Willert, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Natürlich kommt das alles noch ins Labor zur Untersuchung. Ja, natürlich. Obwohl ja ganz offensichtlich ist, dass die Glassplitter da von meinem Wagen sind. Wo genau fand der Unfall statt? Hier in Pullach. Ja, hier, bei der Kirche. Wann? Heute Nacht gegen 12:30. Da habe ich geschlafen. Ah ja? Hm? Also um 12:30 haben Sie geschlafen? Ja, ich lag, um diese Zeit lag ich in meinem Bett. Aber Sie waren in Pullach, Sie sind hier vorbeigekommen. Ja, aber das war um 10:30 und dann wieder gegen 10:30. Was machten Sie dort in der Gegend? Als ich gestern Abend nach Hause kam, erhielt ich einen Anruf. Eine Frau rief mich an und sagte, sie könne eine Aussage machen zu einem Fall, den wir gerade bearbeiten.
Sie schlug mir ein Lokal in Höllriges Kreuz vor. Ich fuhr hin, wartete etwa eine Stunde, kam niemand, dann fuhr ich wieder nach Hause. Und kamen hier an der Kirche vorbei? Ja, aber das war gegen 22:30. Und Sie haben Zeugen dafür? Wofür? Dafür, dass Sie dort um 22:30 vorbeikamen und vielleicht auch dafür, dass Sie um 00:30 zu Hause waren. Nein, die habe ich nicht. Aber der Wirt kann bezeugen, wann ich in seinem Lokal war. Ja, der Herr hier hat gewartet. Länger als eine Stunde. Und ging dann. Wann war das? Ziemlich spät abends. Uhrzeit? Und das weiß ich nicht so genau. Es war ziemlich spät. 22:50, 23:00? Nee, 23:00 war es nicht. Also jedenfalls hat der Herr hier gewartet und ist dann gegangen. Was hat der Derrick getrunken? Eine halbe Bier. Haben Sie ihn wegfahren sehen? Nein. Ich habe aus dem Fenster gesehen, da hat er sich in den Wagen gesetzt und... Fuhr nicht gleich weg? Ich habe mich da nicht mehr drum gekümmert. Ja, ich danke Ihnen, vielen Dank. Haben Sie noch... Nein, nein. Ja, dann gehen wir. Ja, Ermittlungen sind für Sie ja nichts Unbekanntes. Was meinen Sie, wie die Sache steht? Sie sieht übel aus. Vielleicht haben Sie den Mann übersehen. Möglicherweise ist er ohne Licht gefahren oder er hat Ausweichbewegungen gemacht, auf die Sie nicht gefasst waren. Der Mann war ja, jetzt sage ich Ihnen schon Ihre mildernden Umstände, der Radfahrer war stark betrunken. Ja, allerdings, die Fahrerflucht kriege ich damit nicht weg. Aber auch Kriminalbeamte sind ja nur Menschen, die Fehler machen können. Naja, das ist richtig. Aber ich habe den Mann nicht überfahren. Dann haben Sie sicher eine Erklärung für die Beschädigungen an Ihrem Wagen. Und dafür, dass die Glassplitter Ihres Scheinwerfers identisch sind mit denen, die wir am Unfallort gefunden haben. Aber möglichst eine Erklärung, die nicht nur mir einleuchtet, sondern auch dem Staatsanwalt. Irgendjemand hat meinen Wagen benutzt, Derrick, um damit einen Mord zu begehen. Einen Mord zu begehen? Das ist alles, was mir im Moment einfällt. Das ist schwach, Derrick. Schwach. Das ist die Stelle. Ich bin hier vorbeigekommen, das ist richtig. Aber Sie haben niemanden überfahren. Wie ich schon sagte. Ich meine, damit kommen Sie nicht durch, Derrick. Sollten Sie eigentlich wissen, ein so erfahrener Kollege wie Sie. Ich weiß, dass ich in einer schwierigen Situation bin. Kann man mal das Fahrrad sehen? Das da ist es. Das sieht ja böse aus. Ja, und was man hier sieht, das sind Lackreste von Ihrem Auto. Das ist die Farbe meines Wagens, ja. Der Tote, wer ist das? Na, endlich fragen Sie mal danach. Ein gewisser Rudolf Roth, 57 Jahre alt, ohne Arbeit. Was tat der Mann da? Dort, wo er überfahren wurde? Er fuhr nach Hause. Er war ungefähr 500 Meter von seiner Wohnung entfernt, die er nicht mehr erreicht hat. Hat er Roth Familie? Ja, eine Frau, krank, bettlägerig. Wenn Sie die Adresse haben wollen... Lass sie dir geben, Harry. Ja, Herr Baumann, dann machen Sie Ihren Bericht und fügen Sie hinzu, der Oberinspektor Derrick beteuert, zu diesem Zeitpunkt seinen Wagen nicht gefahren zu haben. Stefan... Glaubst du mir auch nicht? Ach, Schmarrn. Ich meine, wenn du sagst, du warst es nicht, dann warst es nicht. Also, für mich reicht es. Aber für niemanden sonst. Das weißt du ja selber. Es geht jetzt um ganz andere Fragen. Bei Gott. Also, wie war das? Der Anruf. Eine Frau hat angerufen, sagst du. Wann war das? Gleich, als ich nach Hause kam. Ich war etwa 5 Minuten zu Hause. Und die Stimme? Ganz unbekannt. Die Frau bestellte dich nach... Nach Höllriges Kreuz. Und sie hat diesen Treffpunkt vorgeschlagen? Ja. Und bezog sich auf den Fall Ludenke? Ja. Sie haben mich aus der Wohnung gelockt, Harry.
Sie haben mich genau den Weg fahren lassen, den ich nach Ihrem Willen fahren sollte, vorbei an der Kirche in Pullach. Sie haben erreicht, dass ich nicht leugnen kann, diesen Weg genommen zu haben. Das heißt also, dieser Unfall war geplant. Und er wurde ausgeführt mit meinem Wagen, den man mir von der Haustür weggestohlen hat, kurz nachdem ich von Höllriegelskreuz zurückgekehrt war. Und dein Wagen stand auf der Straße? Ja, bei mir wird gebaut, ich konnte nicht in die Garage. Auch das hat man gewusst. Ja, wenn der Unfall geplant war, wie du sagst, dann war es gar kein Unfall, sondern... Nein, da war es Mord. Mord begangen aus einem einzigen Grund. Mir den Unfall und die Fahrerflucht in die Schuhe zu schieben. Ja, was wollen die damit bezwecken? Harry, ich werde unter Anklage gestellt, einen Menschen getötet und mich aus dem Staub gemacht zu haben. Heutzutage ungefähr so das Schlimmste, was es gibt. Ja, die wollen mich von dem Schreibtisch hier weg haben. Ich soll meine Arbeit einstellen. Die Arbeit am Fall Ludenke. Ludenke? Aus der Ecke kommt das. Weißt du, die Dame am Telefon, die hätte den Namen nicht nennen sollen. Das war ihr Fehler, aber... Ja, vielleicht sollte sie ihn auch nennen. Ja. Moment bitte. Der Staatsanwalt. Es geht ziemlich schnell, wie du siehst. Ihre Erklärung, Derrick, ist abenteuerlich. Ja. Soll ich das im Ernst als Ihre Aussage zu Protokoll nehmen? Da ich keine andere habe, Herr Staatsanwalt. Damit machen Sie sich doch lächerlich. Herr Derrick, legen Sie doch ein Geständnis ab. Sie haben den armen Kerl ganz einfach über den Haufen gefahren. Da kommen Sie doch nicht raus. Sie haben keine Chance. Ja, sie ist nicht sehr groß. Was sagt der Laborbericht? Es ist Ihr Scheinwerferglas, es ist der Lack Ihres Wagens. Der Wagen war nicht aufgebrochen, die Zündung nicht kurzgeschlossen. Dagegen kommen Sie nicht an. Das ist hieb- und stichfest. Ich sehe da keine schwache Stelle, Herr Derrick. Ich sehe auch keine. Nicht im Moment. Unter diesen Umständen würde ich Ihnen dringend raten, sich beurlauben zu lassen. Er hat dir nicht geglaubt. Kein Wort. Er hat mich geradezu mitleidig angesehen. Ja, was machen wir? Oder was mache ich, wenn du nichts machen kannst? Ja? Wer ist da bitte? Moment mal. Mühlau von der Presse. Gib her. Ja? Derrick? Sprechen mit Ihnen selbst? Ja, Sie sprechen mit mir selbst. Sagen Sie, ich habe da eine Geschichte auf dem Tisch. Die klingt so unwahrscheinlich, dass ich erst mal fragen muss, ob sie wahr ist. Sie haben heute Nacht einen Menschen überfahren? Erlauben Sie eine Gegenfrage. Woher haben Sie diese Geschichte? Naja, ich wurde angerufen von jemandem, der seinen Namen nicht nannte. Er sagte, Sie, Derrick, hätten heute Nacht einen Menschen überfahren und Fahrerflucht begangen. Ist das richtig? Sagen wir so, diese Anschuldigung wird gegen mich erhoben. Ich bestreite sie. Aber Derrick, so eine Sache stimmt entweder oder sie stimmt nicht. Was sich doch sofort feststellen lässt. Das ist in diesem Fall ein bisschen komplizierter. Wie komplizierter auch ist, hat er irgendwelche Konsequenzen für Sie? Ja, ich nehme Urlaub. Und warte das Ergebnis der Ermittlungen ab. Ich kann Sie nicht daran hindern, Ihre Geschichte zu bringen, aber vielleicht setzen Sie hinter diese Meldung ein Fragezeichen. Dann haben Sie gebracht, was Sie bringen wollen, vergeben sich nichts dabei. Ja? Ja, gut. In Ordnung. Wurde der angerufen? Anonym. Aber nicht hier aus dem Haus? Und nicht vom Staatsanwalt. Es kommt von den Leuten, die daran interessiert sind, dass ich diesen Schreibtisch hier räume. Also dann, fangen wir an. Wo an? Wie an? Wie fühlst du dich? Miserabel. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
Bitte ist Frau Roth zu sprechen. Meiner Mutter geht's nicht sehr gut. Wer sind Sie? Was möchten Sie? Mein Name ist Derek. Mir gehört der Wagen, mit dem Ihr Vater heute Nacht überfahren wurde. Sie sind das? Ja, ich bitte Sie, uns hereinzulassen, mich anzuhören. Danke. Ja, ich... Ja, Mama? Ist da jemand gekommen? Ja. Wer ist es denn? Gleich, Mama. Sagen Sie mal. Soll ich ihr auch sagen? Ja, bitte. Sie haben ihn überfahren und dann einfach liegen gelassen. Sie Mörder! Nein! Sie Mörder! Mama. Sie Mörder! Mama. Mörder! Mama. Mörder! Mama. Mörder! Mama. Mörder! Ihr Vater wurde mit meinem Wagen überfahren, aber ich saß nicht am Steuer. Der Wagen wurde mir von der Haustür weggestohlen. Sie sind Kriminalbeamter. Ja, aber ich sag's Ihnen gleich, ich werde unter Anklage gestellt. Aber ich war's nicht. Was sich, wie ich hoffe, eben herausstellen wird. Darf ich ein paar Fragen stellen? Bitte, ja. Wohnen Sie hier bei Ihren Eltern? Nein, ich habe meine eigene Wohnung. Haben Sie einen Beruf? Ich arbeite in einer Buchhandlung. Ja, Ihre Mutter ist krank? Ja, seit 3 Jahren. Was hat sie? Sie ist gelähmt. Sie kann sich so gut wie gar nicht mehr bewegen. Ja. Ihr Vater... war Buchhalter. Ein sehr gewissenhafter Buchhalter. Dann wurde er gekündigt, das heißt entlassen, im Zuge einer Umstrukturierung. Und man gab ihm eine Abfindung. Wissen Sie, wo er gestern Abend gewesen ist? Nein. Er muss sich sehr betrunken haben. Er hatte sehr viel Alkohol. Mein Vater war Trinker. Seine Entlassung und die Krankheit meiner Mutter, das war alles ein bisschen viel für ihn. Ja. Schauen Sie, ich begreife das nicht. Er hatte so viel Alkohol im Blut, dass ich eigentlich gar nicht verstehen kann, wie man damit Rad fahren kann. Hat er auch gar kein Fahrrad. Was sagen Sie da? Hat er gar kein Fahrrad. Ja, haben Sie das der Polizei mitgeteilt? Ja, das ist ja auch das, worüber ich mich so gewundert hatte, dass er überfahren wurde und auf dem Fahrrad saß. Ja, haben Sie das zu Protokoll gegeben? Ja, man hat es zur Kenntnis genommen oder... Das ist doch so wichtig. Die haben gemeint, mein Vater hätte das Fahrrad vielleicht gestohlen, weil keine Bahn mehr ging oder kein Bus mehr ging oder weil er kein Geld für ein Taxi hatte. Das ist aber eine sehr schwache Erklärung. Stefan. Ja, ja, das ist ein Punkt, wo man ansetzen kann. Woher das Fahrrad? Welche Lokale besucht Ihr Vater für gewöhnlich?
Meinem Vater war jedes Lokal recht, wenn er bloß hineingelassen wurde. Er hatte kein besonderes Lokal. Ich meine, eines, das er häufiger besuchte, wissen Sie, es ist so ungeheuer wichtig für mich zu wissen, wo Ihr Vater gestern Abend gewesen ist. Weiß ich nicht. Ja, wer weiß das denn? Ich meine, Ihr Vater wird ja nicht da gesessen sein und allein getrunken haben. Der wird ja Freunde haben oder Bekannte oder... Ich weiß es wirklich nicht. Also einen Schritt wären wir weiter. Wir wissen jetzt, dass er selber gar kein Fahrrad besaß. Es fragt sich nur, wer ihm das gegeben hat. Ja. Es dürfte nicht einfach sein, das rauszukriegen, weil so viele Merkmale waren gar nicht an dem Fahrrad. Nein. Ja. Wo soll ich nicht hinfahren? Nach Hause, Harry. Tatsächlich Ihren Platz im Präsidium geräumt? Wie Sie sehen. Kommen Sie mit rein? Ja, mit Vergnügen. Nehmen Sie Platz. Ah, hübsch eingerichtet. Mit Geschmack. Ich wollte ihn immer schon mal kennenlernen, den Geschmack deutscher Kriminalbeamten. Ach, wissen Sie, der ist eigentlich wie überall. Nämlich ganz verschieden, bitte. Sie fühlen sich so wohl. Ja. Haben Sie Ihre Meldung schon gebracht? Nein, noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da noch zurückgehalten habe. Nicht aus Sympathie, nehme ich an. Richtig. Sympathisch waren Sie mir eigentlich nie. Ehrlich gesagt, aber Sie waren mir immer ein bisschen zu glatt, zu überzeugt von sich selbst, sodass Sie manchmal arrogant wirken. Ich weiß. Was wissen Sie? Dass ich auf manche Leute diesen Eindruck mache, den Sie da beschreiben. Tja. Und da dachte ich mir... Wie wirkt er jetzt in dieser Situation? Wie wirkt er da? Geben Sie mir doch mal Ihre Version vom Hergang. Wie gesagt, ich mag Sie nicht besonders, aber ich bin fair. Ist aber doch schon sehr viel. Machst du uns mal einen Kaffee, Harry? Eine verrückte Geschichte, wenn sie stimmt. Ich will sie Ihnen nicht einreden. Und wer hat den Nutzen bei dieser ganzen Aktion? Der Mann heißt Ludenke. Der junge Mann, der seine Frau ermordet hat und deren Bruder seine Aussage zurückgezogen hat. Ja, unter dem Eindruck massiver Bedrohung. Und ich war gerade dabei, diesem Mann... Kramer. Weißt du nicht Kramer? Ja, ja. Ich war dabei, ihm die Angst zu nehmen. Die er jetzt wieder voll hat. Aber Ludenke sitzt doch in Untersuchungshaft. Ja. Der eigentliche Kopf ist sein Vater, der in München 10, 20 Lokale hat, genau weiß das niemand. Und der in der Führung seiner Geschäfte die sogenannte eiserne Hand hat. Dieser Mann? Ja, dieser Mann. Sind wir denn da? Derek! Guten Abend, Herr Ludenke. Sie besuchen mich! Diese Art Lokal, die haben Sie doch nicht drauf sonst. Nein, die hab ich nicht drauf sonst. Was verschafft mir also die Ehre? Ach, Moment mal. Was habe ich denn heute gehört? Sie sind in Schwierigkeiten. Hat man Sie nicht entlassen, nach Hause geschickt? Irgendetwas haben Sie doch angestellt. Was war's denn? Wissen Sie das nicht? Fahrlässige Tötung oder sowas? Oder was, Mord? Ja, es war Mord. Den Sie begangen haben? Den nicht ich begangen habe, aber Sie haben schon das richtige Wort gebraucht. Man hat sich jedenfalls gefeuert. Ich habe alle Fälle abgegeben. Auch den Ihres Sohnes, der seiner Frau umgebracht hat. Was nicht bewiesen ist. Nicht bewiesen werden kann.
Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ja, es ist sehr spät. Ich weiß. Ich muss mit Ihnen reden. Wie geht's Ihrer Mutter? Gut, gut. Sie hat Schlaftabletten genommen. Aber Sie wohnen eigentlich nicht hier, ne? Nein, eigentlich wohne ich nicht hier. Aber es muss sich ja jemand um meine Mutter kümmern, nicht? Früher hat das mein Vater getan. Wissen Sie, der hat zwar getrunken, aber der war sehr rührend, lieb, sehr sanft. Er hat immer gesagt, ich weiß, ich ruiniere mich, aber ich sorge für deine Mutter. Und das hat er auch getan. Haben Sie ein Foto von Ihrem Vater? Warum denn? Ich bräuchte eins. Kann ich das da haben? Wozu? Wir müssen wissen, wo Ihr Vater gestern Abend gewesen ist. Ein Alkoholiker. Und er wäre dabei so sanft gewesen. Ja, das ist auch so ein Wort, was in so einem Zusammenhang eigentlich recht ungewöhnlich ist. Aber sie hat recht. Sieht wirklich sanft aus. Im Übrigen hat sie mit ihrer Mutter gesprochen und die kennt ein paar Lokale, wo er verkehrt hat. Sehr gut, Harry. Und da will sie mit dir hingehen, die Lokale aufsuchen. Tja, es liegt dir daran. Ja, den Mann kenne ich, der war öfter hier. Ihr Vater? Ein Trinker. Sie wissen, dass er ein Trinker ist. Ja, der ist hereingekommen und ist dort an die Theke gegangen. Da ist sein Platz. Und da hat er gestanden, so lange, bis er betrunken war. Er hat kein Wort gesprochen. Nur ab und zu, da hat er mich so angeschaut und hat gelächelt. Ja, gerade als wollten er mich um Entschuldigung bitten wollte. Und was hab ich dabei zu tun? War der Mann vorgestern hier in diesem Lokal? Ja, wie soll ich das wissen? Das geht doch hier raus und rein. Keine Ahnung. Er hat nie Schwierigkeiten gemacht. Ich habe einmal gesagt zu ihm, haben Sie Ihr Geld, Frenterl? Er langt in Taschen ein und holt es raus und legt es auf den Tresen. Das hat er dann immer so gemacht. Und hockt sich hin und sagt, zu trinken, bis das zu Ende ist. Ich habe ihn mal gefragt, warum trinkst du so viel? Du machst dich doch kaputt damit. Ich halte es nicht aus, hat er gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen es doch alle irgendwie aushalten, das Leben. Aber es gibt ja Menschen, die sind halt ein wenig sensibler. Woran denken Sie? An Ihren Vater. Wie war das? Wie war das, wenn er trank? Ein Mann, der trank und dabei lächelte. Der sein Geld auf den Tresen legte und sagte, bis das zu Ende ist. Der sagte, ich halte es nicht anders aus. Es gehört zu meinem Beruf, persönliche Beziehungen herzustellen. Also, zu versuchen, persönliche Beziehungen herzustellen. Auch zu Toten? Auch zu Toten. Strong and wild.
Guten Abend. Ich höre, Sie haben jetzt Zeit, uns zu besuchen. Ja, die Zeit habe ich jetzt. Sie haben einen Menschen umgebracht? Nein, ich habe keinen Menschen umgebracht. Aber man ermittelt doch gegen Sie. Ja, das ist richtig. Wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht. Ja. Ich höre das mit größtem Vergnügen. Davon bin ich überzeugt. Entschuldige, aber die haben den Ludenke Junior entlassen. Da steht er. War schon hier, hat schon guten Tag gesagt. Ah ja. Und dann noch etwas. Der Kramer, der ist völlig zusammengebrochen. Der fällt als Zeuge ausfällig. Die Sache mit dir hat ihm den Rest gegeben. Er sagt, jetzt sehen Sie, wozu die fähig sind. Ich kann ihm das nicht übel nehmen. Wir haben ein paar Lokale aufgesucht, in denen er bekannt war. Aber dort war er vorgestern Abend nicht. Also... Wir haben seine Spur noch nicht gefunden. Aber ich weiß jetzt besser, wer der Mann ist, um den es geht. Und ich stelle mir vor, Harry, ich versuche mir vorzustellen, wie das vor sich gegangen ist, einen völlig Betrunkenen dazu zu bringen, auf ein Rad zu steigen. Ich sehe das vor mir. Was meinst du? Hat man ihn hingefahren? An den genau vorbestimmten Platz. In einem Wagen. Wahrscheinlich doch in einem Wagen. Man hat ihn aussteigen lassen. Wie ging das vor sich? Das Rad, wo war das Rad? Hat man es mitgebracht? Man kann so ein Rad im Kofferraum nur mit geöffnetem Deckel transportieren, was zu auffällig wäre. Hat man es auf andere Weise gebracht? Alles musste doch schnell gehen, man durfte keine Zeit verlieren. Und wie viele Leute waren beteiligt? Einer? Oder zwei? Und dann fuhr er. Er fuhr, um überfahren zu werden. Harry, ist das vorstellbar? Gut, ich muss akzeptieren, dass Menschen im Affekt Grausamkeiten begehen, aber das hier, Harry, das ist eine geplante und überlegte Sache, eine eiskalt überlegte Sache mit zynischer Gleichgültigkeit gegenüber einem Menschenleben. Vorstellbar. Harry, wenn das vorstellbar ist, wenn das nichts Besonderes ist, einen Menschen zu nehmen, irgendeinen willkürlich, ihn zu töten, nur um einem anderen zu schaden, dann... Harry, dann haben wir nichts gelernt. Dann haben wir unsere Lektion nicht begriffen. Und wir... Guten Abend. Guten Abend. Ist Derek da? Kommen Sie rein. Okay. Ah, guten Abend, Herr Derek. Guten Abend. Ich habe hier etwas, was Ihnen vielleicht helfen könnte. Was haben Sie denn da? Auch wir von der Presse haben manchmal gute Verbindung.
ist eine Liste aller Lokale, die Ludenke besitzt oder an denen er beteiligt ist. Sehr gut. Sehr gut, Herr Müller. Gleich morgen gehen wir los. Du nicht. Wer denn? Zwei Lokalnummer. Acht. Ah ja. Was hatten Sie für einen Eindruck? Sie kannten meinen Vater nicht. Das glaube ich auch. Was machen wir als nächstes? Das nächste ist in der Tankstraße. Ist hier jemand? Hallo? Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Kennen Sie diesen Mann hier? Was ist mit dem? Wir wollen nur wissen, ob Sie ihn kennen. Vielleicht kenne ich ihn. Ist das von irgendwas abhängig, ob Sie ihn kennen oder nicht kennen? Der kennt ihn. Das Gefühl habe ich auch. Man ist sich nicht ganz einig. Kommen Sie mal. Wer sind Sie? Warum fragen Sie nach diesem Mann? Er ist mein Vater. War dieser Mann auf diesem Foto, war der vor zwei Tagen hier im Lokal? Ihr Vater, sagen Sie? Ja. Warum fragen Sie nach ihm? Ist er nicht nach Hause gekommen? Er ist in der Nacht vor zwei Tagen überfahren worden. Überfahren? Vermutlich, weil er betrunken war, nehme ich an. Ich kenne ihn. Ist ein Trinker. War er hier vor zwei Tagen? Überfahren worden, sagen Sie? Ja. Es gibt einige Umstände dabei, die sehr merkwürdig sind. Welche? Er fuhr mit einem Rad, obwohl er gar keins besaß. Auf einem Rad überfahren? Man vermutet, dass er absichtlich überfahren wurde. Warum sollte man einen Menschen absichtlich überfahren? Der hier hat doch bestimmt niemandem etwas getan. Ja, Sie sagen das, weil Sie ihn kennen. Ja, ich kenne ihn. Er ist der leiseste Trinker, den ich kenne. Warum sollte man ihn absichtlich überfahren? Um einen anderen zu belasten, den man auf diese Weise unschädlich machen will. Und wer ist dieser andere? Ein Kollege von mir. Ein Kriminalbeamter, der mit dem Fall Ludenke zu tun hat. Mama. Mama. Halt den Mund. Ludenke. Ludenke. Wissen Sie, uns ist nämlich ein Rad abhanden gekommen. Wie kannst du das sagen, Mama? Was für ein Rad? Ich weiß von keinem Rad, das uns abhanden gekommen ist. Ich sagte, du solltest den Mund halten. Hören Sie, es gibt kein Rad. Meine Mutter irrt sich da. Sie weiß nicht, wovon sie spricht. Du hast doch gehört, dass man den Mann überfahren hat. Natürlich habe ich das gehört. Man sagte mir, hast du ein Rad? Ich sagte, im Keller habe ich ein Rad. Aber es ist kein gutes, es taugt nicht viel. Man sagte mir, es spielt keine Rolle, wie gut es ist. Wer fragte danach? Hallo Mommsen. Wir haben uns noch gar nicht gesehen, seitdem ich wieder raus bin. Wir sollten zusammen einen trinken, ja? Was ist denn los?
Deine Mutter nicht da? Was machen Sie denn hier? Ich stelle ein paar Fragen, Herr Ludenke. Was für Fragen? Wegen meines Vaters, der vor 2 Tagen überfahren wurde. Fragen Sie hier? Ja. Wir klappern ein Lokal nach dem anderen ab und sind jetzt hier, in diesem Lokal. Was passiert denn hier? Etwas, was dich nichts angeht. Es geht nur mich etwas an. Was wollen die denn wissen? Ob ich vor 2 Tagen diesen Mann in meinem Lokal gesehen habe. Sieh dir das Bild an. Das ist der Mann. Und diesem Mann wird gesprochen. Tja, warum sehen Sie sich das Bild nicht an? Weil es mich nicht interessiert. Weil es Sie nicht interessiert? Gehen Sie jetzt. Und sie will aussagen? Ja, sie hat uns rausgeschickt und ich hielt es für richtig zu gehen. Ja, ob sie aussagen will? Wieso? Aber wieso? Sie hat doch längst ausgesagt. Sie wurde nach einem Fahrrad gefragt. Sie hat es aus dem Keller geholt oder holen müssen. Ich bin ganz sicher, dass sie aussagen wird. Sie machte so einen mutigen Eindruck. Was meinst du? Also, ängstlich wirkte sie nicht. Sie mag Ludenke nicht. Und das sicher aus mehreren Gründen. Das ist aber gefährlich für sie. Ja, bitte. Das ist hier der Sohn des Hauses. Ist Ihre Mutter da? Die ist nicht zu sprechen. Ja, sie hat sich hingelegt. Ah ja. Mein Sohn war daran beteiligt. Wird sie es unterschreiben? Nein, das glaube ich nicht. Sie hat doch gesagt, dass Ihr Sohn daran beteiligt war. Ich brauche ein Geständnis, das unterschrieben ist und das nicht zurückgenommen werden kann. Harry, geh noch mal zu ihr. Sag ihr, ich möchte mit ihr sprechen. Wo hat sie ihre Wohnung? Im ersten Stock, im Haus hier.
Sind das die Leute, die meinen Vater überfahren haben? Kriminalbeamte, den man entlassen hat. Man hat mich beurlaubt. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Mhm. Entschuldigen Sie, wenn ich danach frage. Aber immer wenn ich Fehler gemacht habe im Leben, dann war ich zu wenig misstrauisch. Man hat ihn dazu gebracht, mitzumachen, meinen Sohn. Sie haben gesagt, hast du ein Fahrrad für einen Spaß? Wir wollen uns einen Spaß machen. Der sagte, für einen Spaß bin ich immer zu haben. Er dachte, er macht einen Spaß mit. Da fuhr er mit nach Pullach, wo sie den Mann auf das Rad gesetzt haben. Er war völlig überrascht, er war entsetzt, als sie den Mann überfuhren. Was kann ich für meinen Sohn tun? Rufen Sie im Lokal an. Bitten Sie Ludenke herauf, den alten Ludenke. Fragen Sie ihn, warum er Ihren Sohn damit hineingezogen hat. Wollen Sie dabei sein, wenn ich ihn das frage? Nein, ich... Wohin führt diese Tür? In das Zimmer meines Sohnes. Ich werde hinter dieser Tür sein. Das läuft auf etwas hinaus. Auf etwas... Das wissen Sie. Ich weiß. Sie sehen da eine Chance für meinen Jungen? Fast die einzige. Gut. Ich habe Angst. Dieser Mann ist so böse wie der Satan selbst. Es kommt jetzt darauf an, wie geschickt Sie sich verhalten, Frau Mommsen. Ich bin doch in der Nähe. Kommen Sie. Nee, lassen Sie mich erst noch mal Atem holen. Nicht? Es hilft mir manchmal. Gehen Sie jetzt. Sieht aus, als haben Sie mir etwas mitzuteilen. Was wollten die Leute? Was hast du ihnen gesagt? Ich hatte Ihnen gesagt, dass uns ein Fahrrad abhanden gekommen ist. Du hast dich geirrt. Das Fahrrad ist wieder da. Hast du das Ihnen gesagt? Das habe ich Ihnen noch nicht gesagt. Das hatten wir doch verabredet. Ich weiß.
Warum tust du nicht, was wir verabredet haben? Ich hatte zunächst einmal eigene Überlegungen angestellt. Eigene Überlegungen? Ja. Ohne eigene Überlegungen, da kommt man nicht weit im Leben. Du stellst also eigene Überlegungen an? Ja. Wen betreffen denn deine eigenen Überlegungen? Meinen Sohn, der mir Sorgen macht, weil er keine eigenen Überlegungen anstellt. Er tut das nicht, er kann das nicht, er hat gar keine Fähigkeiten dazu. Die du hast? Ja, ich hab sie. Lass mich mal was fragen. Warum habt ihr den Jungen damit reingezogen? Er hatte doch gar keine Ahnung. Ihr sagtet ihm, es geht um einen Spaß. Wir wollen uns mit jemandem einen Spaß machen. Da hat er mitgemacht. Das ist richtig. Ohne zu wissen, was ihr vorhat. Auch das ist richtig. Damit er nie mehr den Mund aufmachen kann. So ist es. Und du kannst ihn auch nicht mehr aufmachen. Aber er selbst hat keine Schuld. Warum betonst du das? Weil es wichtig ist. Wichtig für mich. Wichtig für meinen Sohn. Er selbst hat keine Schuld. Keine Schuld. Haben Sie das gehört? Ich hab's gehört. Kramer wartet nebenan. Ich möchte jetzt meine Aussage machen. Die endgültige? Ja.